Ne, das kann jeder 10-Jährige. Locker hier. Das, was ich mache. Aber locker machen die das hier mal. Ah, jetzt weiß ich, wie es geht. Jetzt weiß ich, wie es geht. Jetzt weiß ich, wie es auf der rechten Seite geht. Der linken Seite weiß ich es ja eh schon ein bisschen länger. Jetzt heißt es, das Ganze nur noch vernünftig umsetzen. Geschmeidig umsetzen. So, dass es ein Grade A wird. Und jedes Mal macht es hier Flash. So, da hoch. Warum springst du jetzt nicht ab? Warum habe ich das Abspringen nicht gedrückt? Nein. Ja. Das sieht gut aus. So, den Schwung mitgeholt. Wow, 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 wow. Warum zum Teufel? Warum bitte? Warum? Warum zum Teufel, Meat Boy, sammelst du diesen dummen Schlüssel da nicht ein? Weil ich zu früh wahrscheinlich in eine Richtung gedrückt habe. So, jetzt aber hier. Vollen Schwung. Ist es nicht wahr? Es ist nicht wahr. Na, zumindest kriege ich jetzt diesen Anfangssprung schon mal hin. So, die Geschwindigkeit nach oben ist da. Ja, ja, ja. Bandage Girl. Kein Grade A. Warum nicht? Whee, wie sie alle springen. Whee. Was habe ich denn für eine Zeit gebraucht? Ah, weil ich da zweimal angesetzt habe. Okay, ihr habt gesehen, warum. Ist auf jeden Fall machbar, dass das besser läuft. So nicht. Aber es ist machbar, das hinzubekommen. In 15 Sekunden. Hier nochmal kurz den Schwung holen, um darüber zu kommen. Und das war zu früh. Das war schon das Ende der ganzen Geschichte hier. Ja, ist okay. Jetzt hapert's wieder am Anfang. Jetzt hapert's wieder am Anfang. Und hoch da! Zu hoch! Juhu! Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter fliegt Meat Boy. So. Die Geschwindigkeit ist da. Nicht. Um darüber zu kommen. Das war doof. Dieser leicht spacige Sound, ich mag ihn. Und darüber? Nein! Da kriege ich den Schlüssel so schön. Was passiert? Was passiert? Ich verkack's. Weil ich zu langsam war. Ich einfach zu langsam war. Meat Boy. Da, Schlüssel. Du sammeln beim Hochfliegen. Okay, gut. Gut, dass wir das geklärt haben. Ah, zu langsam. Nein, 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 nein. So, jetzt aber. Jetzt aber. Volle Concentration. Wunderbar. Jetzt aber. Jetzt aber. Volle Concentration. Das war Absicht. Diese klitzekleinen Mikroruckler, die ihm gerade hier dazwischen sind. Zumindest habe ich das Gefühl, dass es Mikroruckler sind. Die mir hier das... Jedes Mal das aber ganz knapp versauen. Nein. Da habe ich zu früh gesprungen gedrückt. Ich muss den Schlüssel sammeln, muss dann springen. Muss dann noch ein bisschen Glück haben, dass ich den Schlüssel da im Flug schnappen kann. Nein, das fast... Da wäre es wieder gewesen. Hätte ich den Schlüssel gehabt, wäre alles wunderbar. Dann kriegt man das ja auch mit Grade A hin. So, da drüber. Nein. Und weiter unten. Ja. Zu hoch. Es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr.
jetzt haut der Anfangssprung hier schon die Mail. Neat! Oh, spring an dem Schlüssel vorbei. Aber ganz knapp, ey. So ist das gut. So ist das wunderbar. Der hätte doch nur die Springen. Der, nein. So, so den Schwung, den ich jetzt eben gerade drauf hatte. Den darf ich erst da rechts drauf haben. Ja, das ist schon zum Scheitern verurteilt, das habe ich schon gesehen. Schlüssel hopsen mal anders. Schlüssel besorgen mal anders. Aber echt. Bis zur Unendlichkeit. Ja, bis zur Unendlichkeit nach oben fliegen. Ich darf nicht zu viel Schwung bekommen. Das reicht schon. Nicht. Das reicht auch nicht. Also I wanna be the gay, also der Guy hat auf jeden Fall Meat Boy eine Sache voraus. Mit der R-Taste konnte man ihn töten. Das fehlt ihm hier komplett. So ein bisschen. Na komm. Ja. Nein. Ich krieg den Anfang schon nicht mehr hin. Ja? Jetzt war ich wahrscheinlich zu vorsichtig. Wir werden sehen, wir werden es sehen. Ja, sage ich doch. Ich bin zu vorsichtig jetzt geworden. Concentration, Stefan. Du kriegst das hin, aber nur dann, wenn Meat Boy auch wirklich hier mal den Schlüssel sammelt. Das sieht gut aus, nicht? Ey, das ist aber auch nicht einfach. Das ist wirklich null einfach. Springt der Olle Sack wieder nicht. Nein, wohin mache ich das? Ja, ich reg mich gerade ein bisschen auf. Deswegen singe ich hier so schön hin und her, weil ich es nicht hinkriege. La la la, ist das toll! Nein, dieser Schlüssel da oben ist doch nicht zu lassen. Wie kann ein einziger Schlüssel mich so abfucken, ey? Na, zumindest mache ich das wahr, was ich gesagt habe. Ich werde rumschreien, ich werde weinen, ich werde später in eine psychiatrische Klinik mich einweisen lassen, weil nach dem Spiel, mit dem, was ich mir hier als Ziel gesetzt habe, da sitze ich noch in 10 Jahren dran. Glaubt mal. Da sitze ich noch mal in 50 Jahren sitze ich hier noch dran. Insofern ich das Ganze noch in 50 Jahren mache. Aber wenn ich das Ganze in 50 Jahren mache, dann sitze ich da noch dran. Warum? Weil es dieser dumme Meat Boy einfach nicht schafft, den zweiten Schlüssel vernünftig zu sammeln. Und warum? Weil ich es nicht geschissen kriege, ihn da richtig hinzudrücken. Allein der erste Schlüssel ist schon so eine Problematik für sich. Und dann baut man das noch mit zwei Schlüsseln ein. Wobei der zweite Schlüssel noch ein Tacken sau schwieriger ist. Weil man da echt ein verdammt geiles Timing haben muss für. Fies. Fies, sage ich dazu einfach nur. Ach du blödes, fettes Rotzenviech. Und das kann ich auch nicht mit irgendeinem anderen machen. Weil mit dem Headcrab, der hält sich da zu lange dran fest. Das heißt, der fliegt nicht vernünftig rüber. Mit dem Commander Bit da, ja, der fliegt hier gar nicht. Der hat eine Reichweite im Flug von nicht vorhanden. So. Zu früh. Zu früh. Zu früh. Einfach nur zu früh. Es hätte schon wieder sein können, insofern er hier den Schlüssel mal sammeln tun würde.
Aber hey, ich kann jetzt hier mehrfach um den Schlüssel herumspringen und ja, ne? Und so. Jetzt aber! Wow, 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 wow! Ja! Ich habe das hingekriegt, was ich haben wollte. Great A mit einer Abkürzung. Fragt mich bitte nicht, wie ich das gemacht habe. Ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Ja, genau. Man tue Salz bitte dort rein, wo es eben gerade echt am passendsten und am günstigsten ist. Nämlich da, wo es nur noch im Weg ist. Und das olle Bandage Girl ist direkt über mir am Anfang. Oh, jetzt ist es eben gerade wieder so glitschig. Das heißt, wenn ich es jetzt schaffe, dann kriege ich es, dann krieg ich die Glitch World wieder. What the fuck? Nein. Und das wird wohl immer nur so zwischendurch ausgelöst, habe ich mir so laut den Kommis so sagen lassen. Ich bin der kleine Meat Boy, ich komm da nicht hoch. Oh Gott, das sah jetzt eigentlich ganz gut aus. Ja, da ist er wieder geglitscht. Sehr schön. Und es weiß wohl auch niemand so wirklich, was man dafür machen muss, dass die so glitscht. Das passiert einfach. Weg hier, weg hier, weg! Weg da! Glitchy Boy! Ja! Es gibt sogar ein Level minus 1. Keine Ahnung, wie man das erreichen soll. Aber jetzt gucken wir uns das hier erstmal an. Ah ja. Oh, das sind so andere Farben jetzt mit einmal. Das sieht alles so anders aus. Finde ich. What the?